jeden Fall meine Aufnahme zu starten. Moin moin. So, ja, lang ist her. Experimentell geht weiter. Das Geruckel lasse ich einfach mal so drin. Ich will mal überlegen. Also wir können ja uns mal spätestens, wenn wir mal die ganzen Sachen da erledigt haben, Kühe, Transport, Milch, was wir denn da, rote Beete, ob mir da, ja, rote Beete, Pastinake oder whatever da anpflanzen wollen, Feld 37. Weil bis wir nämlich unseren Kuhstall oder unser... unser Milchviehbetrieb da in Laufen genommen haben, müssen wir noch haufenweise Sachen produzieren. So. Weil Kühe habe ich nämlich sehr viel Nachwuchs bekommen. Jawohl. So, dass wir nämlich jetzt auch schon den Abtransport von Milch machen müssen. So, nein, 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 da will ich ins Feld, will ich nicht reinfahren. Das Blöde ist, ich habe nämlich die Fruchtzerstörung an. Und ich habe schon einen Ernteschaden. Oder jedes Mal, wenn ich was ansehe, kriege ich einen Ernteschaden von 10%. Wenn ihr da aufpasst, hast du halt das Problem. Wir brauchen auch bald neue Silage. Also es ist nicht ganz abgeneigt, dass ich mir die BGA hole. Aber ist halt schon... Seit ich quasi... Seit das Spiel draußen ist, geister ich quasi hier auf der Karte darum. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, das haben wir erledigt. Das koppeln wir mal ab. Und dann geht's Richtung Milchtransport. Habe ich eben auch der MAN. Ich wollte eigentlich den Volvo dazu holen, ne? Aber, naja. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal. Vorgestern hatte ich noch hier ziemlich viele Düngeraufträge. Ich glaube, ich war 25 Düngeraufträge unterwegs, wo ich beim Pavel im Stream war. Also in der Zeit. Und das war schon. Da ging einiges ab. Ich wollte eigentlich von Montag auf Dienstag, also bis Montagmorgen, wollte ich schon das Ganze eigentlich erledigt haben, aber da habe ich schon von meiner Freundin weggefahren und schon hatte ich Kopfschmerzen. Naja, also da hat es nämlich schon angefangen mit der Migräne und da dachte ich schon, ey, geil. Super Start. Geh ich von deiner Freundin weg und krieg schon einen Migräneanfall. Saugeil. I love it. So. Genau, der Hänger ist dran. Der schräg geparkte. Hier wird auch noch ein bisschen gepflastert, gebaut. Wir können es gar nicht erwarten, noch ein bisschen, bis nämlich der Weihnachtsmarkt nämlich auch aufgebaut wird. Mannheim ist nämlich soweit schon. Seit Anfang der Woche bauen sie nämlich auch schon den Weihnachtsmarkt auf. Und auch die Milch, die wir hier produzieren, für ordentliche Weihnachtsgebäck geht alles in die Milch. Ja, teils geht's da rein. Also erstmal wollen wir die Molkerei voll machen und dann
Auf jeden Fall. So viel wie ich da hier Resteverwertung habe. Oder das, was ich noch an Rest habe. Verwerten möchte. Bevor nämlich auch der große Viehbetrieb dann nämlich losgeht. Und sobald dann nämlich dann es an der Tür klingelt, gibt es dann nämlich auch nochmal eine kleine Überraschung. Nach dem katastrophalen, naja, Schlag an Kommentaren, also ja, von dem letzten Video fand ich es schon ein bisschen, naja, überraschend. So, wie viel hat er im Stall noch drin? Ja, das sollen sie lassen. So, die Produktionsstätte, guck mal her. Oh. Die hat schon. Cool. Das heißt, die könnte dann auch schon loslegen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Habt ihr denn ein schönes Wochenende gehabt? Johannes, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe vorhin gerade gesagt, wegen am Samstag. Auch schon auf der Arbeit, ja. Hätte ja noch telefoniert, ne? Ja, ich habe das DLC eigentlich schon aktiviert. Also ich habe schon ein bisschen geschwätzt, was mit Feld 37 gegenüber hier gerade passieren wird, aber das entscheiden wir mal ein bisschen später. Ich muss mich aber ein bisschen aufpassen, dass ich ein bisschen heute konzentriert bleibe. Auch wenn ich nur 3 Stunden noch geschlafen habe. So. All das, was nämlich jetzt kommt, wird nämlich ein bisschen gruselig. Auch eine geile Kombo, ne? Ja. Ich ziehe und hänge, obwohl ich drunter legen kann. Ich war faul, um abzukoppeln. Ich war einfach viel zu faul, um das Ding abzukoppeln. Okay, ja gut, das ist, das ist ja kein Ding. So, jetzt machen wir es voll. Ich glaube, da bleibt nämlich noch ein bisschen was Rest. Dann kann der eigentlich direkt hier stehen bleiben. Achso. Ja. Neuntausend bleiben noch Rest. Wow. Die lassen wir da drin. Aber Johannes, ich hoffe, du hast wenigstens auch ein schönes Wochenende gehabt. Ja, ich weiß. Also heute Nacht zum Beispiel, ne, es war so stürmisch bei mir vorm Fenster. Ich meine, klar, es ist Herbst etc. Was will ich denn damit sagen? Aber trotzdem, es war so. Boah. Ich hab meinen können, fast mit 3 Decken zu schlafen, ey. So, genau. Oder wir könnten noch was anderes machen, bevor wir das Feld 37 holen.
Wir hätten die Möglichkeit auf dem anderen Feld, und zwar auf Feld, da müsste man nicht so viel Geld ausgeben. Sondern ich würde auf Feld 31 dort schon was anpflanzen. Weil unser Händler des Vertrauens, ich habe mit dem noch nicht so ganz telefoniert, weil mehr ja mehr hier oben zugange sind, bei dem Milchviehbetrieb. Wir brauchen haufenweise Heu, haufenweise Stroh und haufenweise Silage. Und noch ein paar andere Sachen für Produktion des, ja. Deswegen, ja, ist das halt so ein Problem, ne? Weil das Feld 31, das ist auf 100%, also die Feldfläche ist 100% bereit für was anzusehen. Aber schauen wir doch einfach mal. Oh, einen neuen Kartoffelernter. Eigentlich jetzt. Ach nee, das ist noch zum Überladen, ne? Ja. Ja, nur zum Überladen. Schade. Okay. Also, Chat, was wollen wir jetzt ansehen? Rote Beete, Pastinake oder Karotten? Ich meine, Karotten kennen wir ja schon, aber rote Beete oder Pastinaken? Eins von beiden, entscheidet euch mal. Ich finde eigentlich das gar nicht mal so schlecht. Habe ich denn den Erntehelfer oder habe ich denn die Maschinen für... Also ist doch wieder was Eigenes. Schade. Ich hatte schon gedacht, es würde funktionieren, dass wir schon die Maschinen hätten, oder zumindest, dass das ein Teil dazu übergeht schon. Dass eine von den Maschinen, das schon die Saattechnik drin hat. Zum gerade mal gucken. Bestimmte Einzelquartzeilen. Na, wo ist er denn? Voll konzentriert, ne? Gemüsetechnik. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Genau. Bartalo. Ciao, ciao.